Es ist endlich soweit. Aerosul veröffentlicht sein erstes Aerosul Comic Adventure. In jeder Buchhandlung und online überall erhältlich. Übrigens auch in Österreich und der Schweiz. Oh Mann, ich habe hier die ganze Zeit meine Hausaufgaben... Oh, ich bin die Treppe runtergefallen. Ich habe hier die ganze Zeit meine Hausaufgaben gemacht und jetzt ist es schon wieder Nacht, Mann. Ich habe gar nicht gemerkt, dass meine Tage hier so schnell verschwinden. Eigentlich muss ich mir mal ein Sandwich oder sowas... Was? Roman! Hey! Roman! Wie bist du in mein Haus reingekommen? Okay, pass auf. Ich habe eine ganz, ganz interessante Sache für dich. So, erstmal hier kurz. Ich habe mega krassen Kohldampf. Hast du zufällig noch ein paar Hotdogs oder sowas? Ja, du kannst in meinen Kühlschrank reingucken. Ich wollte mir eigentlich auch gerade ein Sandwich machen. Sag mal, wie bist du in mein Haus reingekommen, ohne überhaupt... Ich glaube, deine Mikrowelle ist gerade kaputt gegangen. Du hast meine Mikrowelle kaputt gemacht? Du hast sie einfach gestartet, ohne dass du... Also, pass auf. Ja, okay. Hör mir zu. Also, ich habe aus Versehen deine Tür eingetreten. Es tut mir leid. Ich ersetze diese Tür, okay? Wir müssen heute los. Es ist heute nämlich was richtig, richtig nice. Was denn? Und zwar gibt's hier vorne eine Halloween-Party. Zieh dich an, los, let's go. Hä, was soll ich mir denn anziehen? Ich weiß gar nicht, was ich für ein Kostüm brauche. Wobei, ich habe Kostüme oben. Hey, willst du auch noch ein Kostüm anziehen? Du kannst dir eigentlich eins von mir ausleihen. Ich habe sogar extra ein paar noch gekauft. Ich weiß nicht, soll ich einfach so gehen? Du kannst entweder so gehen oder du kannst hier ein Kostüm. Geh doch als Bob der Baumeister und ich gehe als Dings, als Sally von Monster AG. Das war ein cooles Kostüm, was ich habe. Ey, das war ein richtiges Halloween-Kostüm. Was hast du dir genommen? Ey, du gehst als Dings, der James Bond, gell? Hey, richtig cool. Du kannst aber auch cool. als das Biest... Ey, zieh dir mal den Biestkopf hier an. Das könnte vielleicht auch cool sein, statt der Brille. Dann siehst du aus wie so ein Typ, der einfach so richtig Business macht, aber gleichzeitig ein böses Monster ist. Perfekt. Ja, ist gut. Sieht gut aus. Ja, sieht perfekt aus. Hast noch nie besser ausgesehen. Okay, dann zeig mir mal, wo die Halloween-Party ist. Was geht da ab? Sind da viele Leute am Start eigentlich? Ich war noch nicht da, keine Ahnung. Ach, ich hab nur einen Flyer gesehen. Du hast einen Flyer gesehen? So, okay. Stimmt, die haben ja... Ah ja, stimmt! Die machen doch Werbung an den Bushaltestellen gerade dafür. Echt? Ja, guck, da steht sogar dran. Halloween Party. Trick or treat. Das dürfte, glaube ich, hier irgendwo in der Nähe sein. Aber wo ist denn das eigentlich? Alter, das sieht schon krass cool aus. Das sieht mega cool aus mit diesen Bushaltestellen, gell? Guck mal, hier ist auch nochmal... Ja, keine Ahnung. Also ist das bisschen Dings, bisschen... Gruselig. Hm. Okay, hey, das ist ein Kind, lass mal das Kind erschrecken, warte. Ach, okay, so macht gar kein Monster. Nein, ich glaube, er hat sich aber erschrocken. Hast du dich erschrocken, Kleiner? Oh mein Gott. Was? Er ist zu einem Wolf geworden oder sowas in der Art. Entschuldigung? Hä? Alter, der ist gerade einfach weggesprungen. Was ist denn da gerade passiert? Der hat sich gerade in einen Werwolf verwandelt und springt da jetzt einfach so herum. Und springt jetzt auf irgendwelche Häuser drauf und jetzt springt er da hinten. Wow, Halloween ist echt eine komische Zeit, um zu leben. Also, hey, da hinten ist gerade hier, die sind alle auf dem Weg zur Party. Ich habe hier gerade mit dem guten alten Drake geredet, der hat das mir gesagt. Der gute alte Drakey. Das ist hier, glaube ich, die Halloween-Party. Ja, guck mal, die haben hier auch so ein kleines Kaffeeschild. Oh, da ist auch jemand, der gerade... Ey, das ist doch Ron, oder? Ist das nicht Ron? Ja. Ey, alles klar, Ron. Hi, Ron. Hey, wir wollten zu deiner Geisterparty reinkommen und wir sind eigentlich bereit. Das sieht cool aus, hä? Findest du nicht auch? Wo ist eigentlich dein Kostüm? wo sind eure Eintrittstickets? Oh, du hast gar nicht gesagt, dass wir Eintrittstickets brauchen, Mann. Ich dachte, wir können einfach so auf die Halloween-Party. Ich wusste das selbst nicht. Ach, Spaß, Jungs. Auf meine Party darf jeder rein, der gruselig ausschaut. Oh, alles klar. Cool. Coole Sache, Ron. Alter, da drin sieht's ja voll fett aus. Ich sehe die Leute schon richtig drin tanzen. Die sind richtig am Updancen. Yo, Ron, können wir dann schon mal... Ich bin übrigens der Halloween-Party-Veranstalter. Ach so, du bist der Halloween-Party-Veranstalter. Ja, dann lass doch einfach am besten mal schnell reingehen. Ich möchte mir schon den ersten Halloween-Cocktail geben. Oh, yeah. Oh, so, das ist eine richtig gute Idee. So, vielleicht haben wir auch wieder schwarze Cocktails oder sowas. Oder so ein Cocktail in einem Kürbis drin, gell? Oder ein Cocktail in einem Cocktail. Oh, stimmt. was hat er gesagt? Kommt rein, ich freue mich schon auf euch. Alles klar. Oh, hier sind ja richtig viele Leute am Stadion. Richtig geile Mucke. Aber es ist einfach fast niemand verkleidet, gell? Setz mich schon mal hier hin und fang schon mal an, den Cocktail zu trinken. Gönn du dir schon mal den Cocktail? Ich frage mal, was bei den Leuten hier abgeht. Was geht ab, Leonie? Hey, die Party geht ja voll ab. Ja, Leonie. Hey, Tom, alles klar bei dir? Das ist ja voll heftig, Mann. Oh, die Leute scheinen ja richtig abzugehen. Erster Cocktail schon mal weg, hä? So, was geht ab, Lisa und Mike?
Wow, die Party ist ja voll krass. Nur noch Gucci, Bratan, ich trage nur noch Gucci. Hat er immer gesagt. Okay, alles klar. Was ist mit dem dein Tan? Was ist los, Kumpel? Warum sitzt du da so alleine? Ich hab so Hunger. Der Cocktail-Fans. Das ist doch eigentlich eine ganz coole Party hier. Die haben hier auch richtig viel Schmuck und sowas. Und hier sind noch Kisten. Ey, was? Ich hab da gerade irgendwas gehört. Irgendein Segen oder sowas. Irgendjemand hat da gerade eben irgendwas abgesägt. Könnte ich schwören, dass ihr... Hey, da kommt ein Wolf gerade runter. Hey, da ist ein Wolfsjunge. Und der Wolfsjunge macht grad, alles kaputt. Der macht gerade die Einrichtung kaputt. Oh, da kommt noch einer. Hey, der eine macht gerade die Fenster kaputt. Yo, Alter, was geht denn hier ab? Die haben den ganzen Flur zerstört. Alter, die haben... Die Raudis. Die haben hier einfach ein bisschen die Party gegrieft, gell? Okay, alles klar. Aber die sind wo kamen die her? Aus der VIP-Lounge. Die ist oben, Aber das waren doch gar keine VIPs, oder? Weiß ich nicht. Ich wollte mir eigentlich noch die... Oh, das ist die Damentoilette. Ich glaube, das ist Roman. Ja, ja, ist ja Roman. Gut. Ist ja gut, ich gehe ja nicht rein. Wir können hier in die Männertoilette mal gehen. Vielleicht ist hier noch was. Junge, hier hat einfach jemand seinen Kamm und seine Seife. Toilettentüren sehen aus wie bei SpongeBob. Ja, Mann, die sind... Alter, die gehen sogar oh so mein auf. Gott, Mann. Oh mein Gott. Das ist ja mal mega die coole Toilettentür, Mann. Nicer Club. Das ist echt cool. Ey, hier sind sogar richtig viele Pissoirs. Finde ich gut, ey. Das ist mal ein richtig gutes Highlight. Lass doch hochgehen in die VIP-Lounge und gucken, was da oben so abgeht. Alter, Junge, mit Billard und sowas. Dürfen wir eigentlich hoch? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal Laura fragen, wie sie die VIP-Lounge findet. Wo ist Laura? Ach da, spielt Laurel. Die alleine Dings Kicker spielt die hier. Wer spielt eine Runde mit mir? Ach, ich nicht. Ich glaube, ich spiele auch nicht mit dir, Laura. Aber kann man hier die Fenster aufmachen? Nee, ne? Das ist so ein Club, wo innen drin die Ventilation so abgeht. Ja gut, warum gibt es eigentlich in diesem Club hier einfach so Hantelbanken, gell? Das ist halb Muckibude, halb Club. Ja, ja, das ist ja eine schöne Kombination. Okay, so wie es aussieht, ist das hier sozusagen die Party. Also es geht hier schon ganz gut ab, aber ich bin mir nicht so... Oh, da kommen Leute runter. Hey, Ron, alles klar? Oh, der verschenkt hier gerade so... Oh... So ein paar Halloween-Kürbis-Dinger da zum Süßigkeiten sammeln. Lasst unser Halloween-Spiel beginnen. Es gibt ein Halloween-Spiel? Oh, wir sind hier mit den Kindern ein bisschen unterwegs. Gute Sache. Sie sind die Einzigen, die so Ganzkörperanzüge tragen. Ja, ist echt so. Die haben alle nur so Steampunk so ein bisschen. Ja. Wer in dieser Halloween-Nacht die meisten Süßigkeiten durch das Klopfen an der Türen kriegt, gewinnt. Ah, der Gewinner erhält den Halloween-Meisterpokal. Kriege ich noch einen Cocktail? Lars will einen Cocktail vom Halloween-Meisterpokal, gell? Wir treffen uns um 4 Uhr morgens wieder hier. 4 Uhr morgens? Was? Alter, wie lange gehen wir denn Süßigkeiten sammeln? Ist es nicht irgendwie gefährlich, so lange rauszugehen? Na gut, alles klar. Gut, dann lassen wir uns von den kleinen Kinderwölfen wahrscheinlich mal fressen. Gut, Ron. Wir sehen uns später, Alligator. Ciao, ciao. Komm, Lars, wir gehen und holen uns da 3-2-1. Viel Glück. Komm, Lars, bevor die Kinder uns einladen. Oh mein Gott, die Kinder haben uns schon eingeholt. Hey, ihr kleinen Kinder. Los, geh weg hier. Wir gehen geradeaus. Komm, lass geradeaus gehen, Lars. Ich habe einen guten Weg. Ich habe eine gute Session. Die einen Kinder sind nach da gelaufen, nach da hinten. Warte, die anderen laufen in die Stadt. Ich bin ja ein Monster, so ein Biest. Ja. riech mal die Süßigkeiten. Du musst die Süßigkeiten riechen. Hier, schön. Das sind doch die perfekten Häuser, wo wir eigentlich klingeln können. Hier. Guck mal, da ist schon das Erste. Das sieht so aus nach einem wohlhabenden Haus. Die geben bestimmt richtig viele Süßigkeiten. Da, der sitzt sogar am PC. Pass auf, guck mal, ich zeig dir, wie das eigentlich geht. Eigentlich sitzt er auf dem Tisch. Ja, der sitzt echt auf dem Tisch, gell? Der fliegt einfach. Der hat magische Kräfte. Ja, aber levitiert einfach. Hey, klopf, 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 klopf. Hallo? Süßes oder saures? Wir brauchen viele Süßigkeiten, damit wir den Pokal gewinnen können. Hey, wer klingelt hier um diese Uhrzeit? Oh Mist, ich glaube, der macht nicht auf. Das sind diese miesgrimmigen Leute. Ah, okay, gut, wir können es an einem anderen Haus probieren. Als ob ich jetzt noch die Tür aufmache. Ja gut, dann spiel doch weiter da dein Spiel. Und er spielt bestimmt auf Facebook diese schlechten Spiele, ja, kennst du? Der spielt bestimmt gerade Dings Candy Crush. Facebook Games. Hier drüben, der hat bestimmt richtig Bock, uns was zu geben, oder? Hier haben die einen fetten Porsche drin stehen. Nee, die haben kein Auto. Mist, vielleicht sind die gar nicht so wohlhabend, wie wir uns das vorgestellt haben. Hallo? 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 Klopf, ah, klopf. Guck mal, die guckt gerade Fernsehen. Die ist gerade da links. Klopf, 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 klopf. Süßes, klopf, klopf. Sonst gibt's Saures. Oh nein, schon wieder Halloween. Oh. Was? Was heißt hier schon wieder Halloween? Ich kann sie ganz genau sehen. Machen Sie mal hier die Tür auf und geben Sie uns mal was Süßes. Sonst gibt's nämlich Saures. Nervende Kinder wollen wieder Süßigkeiten. Klingelt woanders. Oh Mist. Okay, gut, dann gehen wir woanders hin.
Okay, hör zu. Wir versuchen es einfach. Ah, nein, schon wieder Halloween. Was? Der Typ wiederholt sich, glaube ich, die ganze Zeit. Ich glaube, der ist bisschen verrückt oder sowas, weißt du? Vielleicht hat er so ein Der nervende Kinder wollen wieder Süßigkeiten. Weißt du, was der hat? Der hat so einen Plattenspieler aufgestellt, der das dann immer wieder wiederholt. Komm, lass mal hier hingehen. Die sind safe zu Hause, oder? Klingelt woanders. Jetzt einfach so eingesprochen, ne? Eingesprochen und spielt es einfach nur ab. Da drin ist doch bestimmt jetzt jemand. Klopf, 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 klopf. Hallo? Süßes Hallo, oder ist da jemand? Ich weiß ganz genau, dass sie zu Hause sind. Kommen sie raus, geben sie uns was Süßes. Oh mein Gott, ich habe aus Versehen die Tür aufgemacht. Hast du die Tür aufgemacht? Oh Mann. Oh mein Gott. Bruder, tu so, als ob wir nicht zu Hause sind. Ich glaube, die denken, dass wir hier einbrechen wollen oder sowas. Psch, glaubst du, sind hier Leute drin? Oh mein Gott, Tatsache, guck mal, der eine Typ versteckt sich hinter dem Schrank, siehst du den? Der versteckt sich hinter dem... Ja, Mann, der eine die müssen doch einfach leise auf dem Boden sein. Wo ist der andere, wo ist der andere? Hä, wo ist der andere? Der eine versteckt sich auf dem Boden, damit wir ihn nicht sehen. Oh Mann, die verstecken sich, um bloß nicht die Tür aufzumachen, um uns die Süßigkeiten zu geben. Oh, guck, da versteckt er sich einfach. Hoffentlich gehen die gleich wieder. Oh Mist, Lars, ich glaube, bei denen können wir auch nichts holen. Oh Mann, den anderen habe ich aber nicht mal gesehen. Ach, der andere versteckt sich bestimmt im zweiten Stockwerk oben. Ich habe einen gesehen, der lag da auf dem Boden. Ja, der eine liegt ja auf dem Boden, der flüstert zu dem einen. Aber wie, wo ist der andere? Hä, sind das Gangster oder so? Weiß ich nicht, aber die wollen uns auf jeden Fall keine Süßigkeiten geben. Lass mal hier sonst gleich eine Mülltonne umtreten, wenn die uns nichts geben. Klopf, 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 klopf. Hallo, Süßes oder Saures? Wir können sie ganz genau sehen, wie sie da gerade verabhauen, Mann! Alter, die sind schon alle ein bisschen gruselig. Warum sind die denn so sauer? Weiß ich nicht. Entschuldigen Sie bitte, junge Frau. Wir haben bisher auch noch gar nichts bekommen. Junge Dame, bitte mach es immer die Tür auf, bisschen Süßigkeiten. Ich muss morgen früh auf die Arbeit. Hauptsache, die fetzt sich da allerdings die Abendshow noch ein bisschen, gell? Und sagt so angeblich, sie muss schlafen gehen. Okay, gut, junge Frau, dann gehen wir halt eben wieder. Oh Mann, okay. Was sollen wir machen, Alter? Was hast du da? Was isst du da? Ich hab mir ein paar Steaks gegönnt. Willst du auch einen? Hier. Ich esse jetzt einfach mein Dings hier. So. Hast du Süßigkeiten dabei? Mann! Oh, lass mal hier eine Mülltonne von der Clowns, hat sie verdient. So, was machen wir jetzt? Ohne diese Süßigkeiten können wir keinen Dings gewinnen, keinen Pokal gewinnen. Und dann kannst du aus dem Pokal keinen Cocktail trinken. Das heißt also, was sollen Aber wir machen? Aber ich will einen Hey, aus dem Boden kommt gerade eine Hexe. Hey, Hexe. Oh, was für zwei zielstrebige große Jungs. Was in drei Teufelsnamen war das? Entschuldigung, ihr braucht wohl Süßigkeiten. Ja. Alter, die hat mich vergiftet einfach. Hey, ja, Süßigkeiten. Ja, perfekt, Lars, nimm die mit. Wir müssen alle mitnehmen. Okay. Wir müssen diesen Ding gewinnen. Schokolade. Hören Sie zu, wir brauchen noch mehr. Alter, die wirft hier so Dings, Schadenstränke einfach. Hey, ich habe nochmal Gift bekommen. Ich habe ganz, ganz viele. Ihr werdet bestimmt zu Halloween meistern. Warte, nimm die Milch. Oh, ich nehme die Milch, danke, Mann. Oh, gute Geschichte. Oh, Junge. Okay, danke, Mann. Oh, lecker Schoki. Lass mal die Schoki mitnehmen. Na, dann folgt mir. Oh, Junge, die wird uns bestimmt... Alter! Ich brauche noch eine Milch. Ich brauche eine Milch, Mann. Diese Hexe scheint ein bisschen aggressiv zu sein. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob wir der vertrauen sollten. Allerdings gibt sie uns Süßigkeiten und wir können der ganz gut eigentlich folgen. Oh mein Gott, Lars. Sechs Bonbons, 5 Schokolade, 7 Bonbons, 6 Schokolade. Oh mein Gott, Lars, das ist ja der Overkill. Guck dir das mal an, ey, wir werden zu den Meistern. Oh, aber lecker Schokri. Wenn die anderen genauso viel Glück, also keiner wird von uns genauso viel Glück. Alter, das ist ein Süßigkeitenhaus hier. Alter, wie heftig ist das denn, Lars? Das müssen wir uns auf jeden Fall gönnen, Mann. Da drinnen sind bestimmt alle Süßigkeiten auf der gesamten Welt drin gebunkert. Warte mal. Wow, okay, egal. Die hat sogar heftige Kuchen hier. Guck mal, die können wir mal probieren. Kuchen. Ich habe sogar den Kuchen ein bisschen angeknabbert. Oh, Alter, lass reingehen, Mann. Das ist bestimmt voll die Kuh. Oh, Alter, überall ist... Oh, hey, die hat mich so ein bisschen festgefroren, so ein bisschen... Oh, danke, Mann. Irgendwie muss man immer... Ich mach mal die Tür zu. Oh, vielen lieben Dank, dass wir hier sein dürfen. Selber super toll. Die Frau, gell? Oh ja. Ich mache euch sehr, sehr glücklich. Ich glaube, wir kriegen da richtig schlechte Zähne. Denkst du? Aber ich habe schon 35 Bonbons und so. Also, gute Frau, kannst du uns vielleicht noch ein paar mehr Bonbons geben? Oh ja. Das ist genau das, was ich meine. Juhu. Du hast ja auch coole Öfen und sowas dastehen. Cooles grünes Feuer da drin. Oh, jetzt hast du mich wieder vergiftet. Sag mal, ist es. Oh, die hat sich selber umgebracht. Was passiert denn jetzt? Was? Hä? Hallo? Hallo, entschuldigen Sie bitte. Was? Wir werden eingesperrt. Hey,
Was ist das hier? Hallo? Oh oh. Oh oh.